Ciao Leute, ich bin Mr. Jumpy und ich habe eine ALU gebaut. Oh Wunder, oh Wunder. Hier ist das schöne Stück. Und zwar ist sie ja relativ kompakt. Und ihr seht schon diese... oh, ich nehme... ihr seht schon diese roten... Also die roten Blöcke. Das sind die Full-Adder. Denn ich habe jetzt diesen normalen Standard Minecraft-Dicky-Full-Adder genommen. Weil man das da einfach, ja... Ich weiß, wo ich es abzapfen kann. Ich kenne sie auswendig. Warum eigentlich nicht? Und zwar kann diese ALU negieren, addieren, xoren und enden. Aber funktionieren tut sie auch. Perfekt. Hier 1 plus 1 plus 2 ist 4. Xoren wäre die 2. Und enden, das wäre die 1. Negieren. Aha. Zack. Seht auch. So, was ich damit aber machen möchte, das ist sehr dunkel, toll. Oh ne, es regnet. So. Ja, ich habe keine Wassertexturen, toll, ne? Ihr erinnert euch doch bestimmt an das Video mit diesem schicken Taschenrechner, der so viele... Also das Video hat so viele Dislikes bekommen, keine Ahnung warum. Ja, wenn ihr das wisst, dann schreibt es bitte in meinen Kommentaren, das würde mich echt interessieren. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum das so viele Dislikes bekommen hat. So, genau. Das sollte eigentlich mal ursprünglich eine ALU werden, ist dann doch in einen Rechner ausgeartet, der dann bis 30 rechnen kann. Ich bin gerade noch dabei, Multipliziere dann zu hängen, aber das tut nicht zur Sache. Ich werde dann das da drauf setzen. Also wir haben ja auch hier diese Full-Adder. Das werde ich dann alles da drauf setzen. Dann werde ich mit dem Bit noch die End- und Zor-Befehle da abzapfen. Ich muss den Display noch entsprechend reparieren und hier die Schaltzentrale. Oh, episches Wort, Schaltzentrale. Und dann werde ich mal gucken, ob ich daraus eine richtig große ALU machen kann. Natürlich mit der Hilfe von Sikon und Nat. Und das ist aber noch nicht genug, denn ich werde hier drüber ein Tutorial machen, eine ganz lange Tutorial-Reihe, wo wir das alles nachbauen werden. Voraussetzung für das Tutorial nenne ich euch noch, wenn der erste Teil rauskommt. Wir werden das einfach alles mal nachbauen. Und ich hoffe auch besser, schneller und kompakter. Denn ich weiß ja jetzt, wie es geht. Und ja, freut euch mal drauf. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Und ja, ich freue mich auf euch. Was noch? Das wird nicht sein. Mal zurück zur ALU fliegen. Ich werde dann mal gucken, weil ich das aufnehmen werde. Ups, das ist Wand. Und zwar wird das dann hier in dieser Halle geschehen, die ich aber noch erweitern muss, weil das wirklich groß wird. Das kann wirklich jeder nachbauen, was was mit diesem Taschenrechner zu tun hat, denn es ist einfach nur die einfachste Technik. Ihr müsst eigentlich fast keine Vorwissen haben. Ihr müsst nur wissen, dass Redstone leuchten kann. Und vielleicht ein paar andere Sachen. Aber dazu später. Dann danke fürs Zuhören. Freut euch auf das Tutorial, auf das mega lange Tutorial. Und euch viel Spaß mit Minecraft-Suchten. Euer Jumpy. Ciao, ciao.